Es ist 17.15 Uhr und ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum heutigen 17.15 Uhr Kolloquium. Sowohl alle, die hier den Weg in den Hörsaal gefunden haben, als auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer online im Livestream. Heute ist bei uns zu Gast Antoinette Maget-Dominicé. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Frau Maget-Dominicé ist Juristin und Kunsthistorikerin. Sie hat in einem Co-Tutel-Verfahren 2008 in Paris und Eichstätt-Ingolstadt promoviert und dann weitere berufliche Stationen führten sie unter anderem als Oberassistentin nach Luzern. 2018 dann als Juniorprofessorin an die LMU in München und seit 2023 ist Frau Maget-Dominicé Professorin für Kunstrecht und Direktorin des Centre de Droit de l'Art und Mitinhaber des UNESCO Chair in the International Law of the Protection of Cultural Heritage, seit 2024 dann, also ganz neu. Und zudem hat Frau Maget-Dominicé verschiedene Lehraufträge inne oder in der Vergangenheit gehabt, in Luzern, in Paris-Nanterre und in Zürich. Und vor allen Dingen ist ihr in diesen Lehrprojekten auf die Verbindung zwischen Praxis und Wissenschaft und dort insbesondere der Bereich Museologie wichtig. Deswegen gleich noch ein anderer Veranstaltungshinweis. Noch bis Juni läuft in Luzern eine Ausstellung zum Thema Hans Ernies Tafeln für die UNESCO. Also sollten Sie in Luzern sein, schauen Sie sich das an. Heute geht es aber um was ganz anderes, nämlich es geht um die Fragen, um das Thema digitale Ressourcen zwischen Infrastrukturen und Normen. Das Format ist so wie immer, wir hören 30 Minuten das Referat, dann haben wir 30 Minuten lang Zeit für die Diskussion und für diejenigen, die vor Ort sind, bietet sich dann noch die Möglichkeit, die Diskussion beim Apéro fortzusetzen. Jetzt freuen wir aber uns erstmal auf das Referat. The floor is open. Ja, vielen Dank für die Einladung und die sehr freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen zu sein. Grüße auch ganz herzlich diejenigen von Ihnen, die online sind. Und mag hier gleich betonen, dass, wie Sie es von Frau Sibylle gehört haben, ich hier als Wissenschaftlerin komme, die zu den Daten und den Infrastrukturen arbeite, aber die Daten selbst nicht bearbeite. Das heißt, ich arbeite also weder am Anfang noch in der Mitte von diesem Verfahren zu digitalen Daten, sondern irgendwo befinde ich mich am Ende der Kette und komme mit solchen Gedenken heute Abend eben zu diesen digitalen Ressourcen zwischen Infrastrukturen und Norm zu sprechen. Und was ich sehr gerne heute Ihnen präsentieren möchte, ist die Frage, welche Herausforderungen der Wechsel zwischen das Duplizieren beziehungsweise eben das digitale Vervielfältigen von Sammlungsobjekten von dem Materiellen in das Digitalen darstellen und das insbesondere so, dass einen Dialog auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten erreicht werden könnte. Und bei allen Beteiligten denke ich eben, also wirklich so sehr breit und holistisch, alle, die mit diesen Daten etwas anzufangen wollen. Wissenschaftlerinnen hier und dort, Personen, die einen Bezug zu den Objekten haben könnten, Erbinnen und so weiter. Aber wirklich so, dass alle, die mit diesen Daten auf gleichen Stand für den Dialog sein wären. Und werde eben zuerst bei den Begriffsbestimmungen starten und eben, also wie diese im Einklang und Ausklang im Digitalen stehen. Ich werde dann eben bei dem Punkt zu der Organisation, also was ich so als Organisation betitelt habe, den Verhältnis aus den Objekten im Analogen und Digitalen. Und schließlich bei der Interpretation werde ich Ihnen zwei Fallbeispiele kurz präsentieren, die ich sehr gerne als Grundlage für unsere gemeinsame Diskussion am Schluss
ausgewählt haben. Und da eben, Sie werden es sehen, ich habe da Beispiele, zu denen ich aus den visiblen Daten arbeiten kann und nicht diejenige, die im Back von den Infrastrukturen sich befinden könnten. Bei den Definitionen, und das haben Sie zwischen den Zeilen bei der Referatsankündigung lesen können, ist die eine Dimension bei, von den Objekten, insbesondere im Analogen, sehr wichtig, und zwar die von den Bedeutungen von Objekten. Christoph Bomian, der als Philosoph in Frankreich Anfang der 70er angekommen ist, aus Polen angekommen ist, arbeitet sehr stark von der Semiotik beeinflusst und veröffentlicht Ende der 80er ein Band mit mehreren Aufsätzen zu der Sammlungstätigkeit von gelehrten und laienhaften Personen. Dieser Band wird ein Jahr später relativ rasch auf Deutsch veröffentlicht, und da wird der Begriff der Semiophoren in die Sammlungsgeschichte eingeführt. Der Hauptargument oder die Haupt also die Hauptidee von Bomian ist, dass man durch die Benennung von Objekten in Sammlungen als Semiophoren bezeichnet, man die Zuschreibungen, die auf diese Objekte zugefügt werden können, erkennt. Er benannt die Objekte als Zeichenträger. Dadurch will er auch, dass man diese verschiedenen Etappen, die bei den Objekten, bis sie in eine Sammlung ankommen, auch wieder thematisiert. Von ihm zu dieser Zeit in den 80ern spricht man da nur von den Bedeutungen und gar nicht von den Eigentums- und Besitzverhältnissen. Die Semiophoren gehen da wirklich so auf Bedeutungsebene von diesen Objekten. Und dadurch mag er auch, und das ist eben also ganz zentral, insbesondere jetzt mit dem Wechsel im Digitalen, betont er, dass man die Zeitordnung der Objekte sichtbar machen könnte. Dazu komme ich gleich. Eine sehr große Frage, die dabei bleibt, ist, ob diese Vorgehensweise und diese Benennung von Objekten als Semiophoren für alle Objekte gelten kann oder ob es nur für einzigartige Objekte, die nicht vervielfältig sein könnten von Natur heraus, das heißt eher für Gemälde als für Bücher beispielsweise. Das wird eben weiterhin diskutiert. Die Sichtbarmachung der Zeitordnung, die man durch der Blickweise von Semiophoren erreichen kann, lässt sich so thematisieren, das ist sehr dunkel bei Ihnen, lässt sich so anhand von diesem Gemälde erklären. Und zwar sehen wir hier als Personen, die sich mit dem Digitalen beschäftigen, ein Objekt, das sowohl bei Personen, die bei der Entstehungszeit gelebt haben, gesehen wurde, wie auch von Personen, der Pointer funktioniert nicht, Entschuldigung, von Personen, Sie sehen diese Schatten beinahe bei den Sphinx, die das Objekt bei dem Ankommen in Paris gesehen haben. Das wird eben also ganz stark wahrgenommen, wenn man von den Objekten als Semiophoren spricht. Und wird aber, sobald diese Objekte im Digitalen reinrutschen sozusagen, stark in Frage gestellt. Dennis Nievert hat es eben 2018 betont, indem er argumentiert, dass sobald ein Objekt digitalisiert wurde oder digitalisiert wird, dann kommt er in ein Medium von extremer Gegenwartsbezogenheit, und das sowohl im zeitlichen wie auch im räumlichen Sinn, dass, und das erleben wir eigentlich auch heute, wenn wir es anschauen, das Objekt, das Gemälde, was ich Ihnen hier
zeige, ist als Semaphor tatsächlich eben Ausdruck von der eigenen Entstehung, der Darstellung von den Ereignissen einer Herrschaft von Frankreich über Ägypten und über die Wissenschaft der Ägyptologie, aber wird durch das Digitale hier sehr stark komprimiert und wird diese zeitlichen Abstände ganz anders wahrzunehmen haben. Und der letzte Punkt, da ganz wichtig ist, ist die Dimension der Kontrolle. Kontrolle, was eben sowohl im Zusammenhang mit dem Technischen symbolisiert auf der linken Seite mit diesem Bild von den Netzwerken, von der Orten, wo man Datenserver im Hintergrund sich darstellen kann. Also eine technische Kontrolle, das ist die materielle Dimension des Digitalen, und ein normatives Kontrolle, das ist die rechtlichen Normen, die diesen Schritt in das Digitale begleiten, wie auch eben das Kommunizieren von Bildern. Ich hatte da eben wieder so beispielhaft das Plakat von der Juso, von dem Sie sich eventuell erinnern. Das Plakat per se war eben von der Juso im Rahmen von der Kampagne zur 112-Initiative produziert worden, und Daniel Vasella, der in der Mitte von dem Bild steht, hatte vor den Gerichten wegen Personenschutz der Juso angeklagt. Das Ganze ging bis zum Bundesgericht, die Richterin Montbenon in Lausanne entschieden, dass eigentlich den Personenschutz nicht verletzt wurde und die Juso die drei großen also Geschäftsmänner mit ihren Köpfen auf andere nackten Körper darstellen dürfen, indem eben als eine Satire sei. Und wir haben hier eben also diese verschiedenen Schichten von dem Normativen, die im Ein- oder Ausklang, je nach Gesichtspunkt, kommen. Zum einen eben die Persönlichkeit von Vasella wurde da nicht verletzt. Seine Personenrechte wurden nicht verletzt, indem er eben, so nackt dargestellt wurde, weil eben die Richter es als einen Ausdruck der Satire verstanden haben und die Satire zu den Fastnacht-Traditionen gehört, so dass und das der Fastnacht als immaterielles Kulturerbe in der Schweiz anerkannt wurde eben von dieser Kulturgutschutznorm eben die Praxis stärker anerkannt als eben die Rechte von Vasella. Und wir haben eben im Digitalen bei vielen Objekten eine ähnliche, deswegen sage ich, dass es so beispielhaft ausgewählt wurde, haben wir eine ähnliche Kollision von Normen. Man denkt sofort am Urheberrecht, selbstverständlich. Man denkt sehr schnell auch an Personenschutz und dann Datenschutz etc. Und die können eben dann, wenn man noch dazu das Kulturgutschutzrecht noch hinzufügt, können die kollidieren und ganz andere Interessen vertreten. Was eben zu der Dimension der Organisation von diesen Objekten und den damit verbundenen Daten führt, diese Verhältnisse der Beziehungen zwischen dem Materiellen, dem Fassbaren und dem Unfassbaren aus dem ersten Blick im Digitalen
widerspiegeln Situationen, die meines Erachtens aus also bis ins 19. Jahrhundert zurückführen kann und bei den Objekten insbesondere auf die Ausdifferenzierung der Wissenschaft im 19. Jahrhundert. Hier beispielhaft auf der linken Seite das Titelbild von einem vor kurzem veröffentlichten Band von Pierre, ich muss immer den Namen lesen, Singerabelu, der vor 2 Jahren den Lehrstuhl in den Musée du Louvre für ein Semester inne hatte. Und zu diesen verlorenen, verschollenen Museen in dem Musée du Louvre geschrieben hat. Damit betont er eben diese sehr starke oder beleuchtet er diese sehr starke Ausdifferenzierung von den Objekten, die im 19. Jahrhundert entsteht, wo man so ganz viele kleinteilige Museen in dem Musée du Louvre, aber auch an vielen anderen Orten, und man kann hier beispielsweise an diesen Wirtschaftsmuseen, die parallel zur Entwicklung von einem kolonialen System also gegründet werden, die entstehen und die eben parallel zur Entwicklung der verschiedenen Disziplinen dann gestärkt werden oder eben also ganz abgeschafft. Diese Objekte wurden im 19. Jahrhundert tatsächlich so ausdifferenziert nach Kriterien, die sich für manche weiterhin in den Sammlungen, in den physischen Sammlungen fortsetzen, aber ganz anders in den digitalen Sammlungen hinterfragt werden. Ich habe Ihnen hier ein Screenshot aus der Eingangsseite vom dem Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Genève gebracht, was sich immer wieder so ändert noch dazu. Und Sie sehen, dass dieses so Museum bei den Online-Sammlungen eine thematische Präsentation der Objekte vornimmt, die nicht unbedingt die Ausdifferenzierung der Objekte in den physischen Sammlungen, in den materiellen Sammlungen widerspiegeln würde. Und da sehe ich tatsächlich eine Hinterfragung dieses Sinngehalt der Ausdifferenzierung der Objekte und der Sammlungen, wenn man eben zu solchen Präsentationen dann kommt. Das stellt tatsächlich auch die Frage des Dokumentierens einer Wissenschaftsgeschichte. Dies wird durch die Daten, die abrufbar sind, beziehungsweise die Form der Daten, die abrufbar sind, noch gestärkt. Es ist zu klein, um gelesen zu werden. Sind so 2 Auszüge auf der rechten Seite aus der Karteikarten der Bibliothèque de Genève und links aus der Online-Datenbank zum gleichen Werk. Bei der Karteikarte, die im 19. Jahrhundert angefertigt wurde, sieht man, wenn auch man es nicht so besonders lesen kann, unterschiedliche Handschriften, unterschiedliche Kategorien, Begriffe, die gestrichen wurden, andere, die ergänzt, etc. Alle diese Informationen gehen eben im Digitalen verloren, so dass man eben diese Dimension der Organisation der Objekte zum einen des Kuratieren von Daten, die aber erheblich weniger sichtbar ist als das Kuratieren von den Objekten. Und das bringt mich, wenn auch schnell, zu der Interpretation, die ich gerne Ihnen präsentieren möchte, aus diesen 2 Aspekten. Erstens, worüber spreche ich? Eben von diesen Objekten als Zeichenträger von Zuschreibungen, die allerdings nur bedingt kommuniziert werden können, weil sie sich in einem Rahmen an normativen Gefügen inserieren und dass die
Zugänge zu den Infrastrukturen aufgrund von materiellen vorgegebenen Hindernissen, auch eingeschränkt werden kann und zudem eine unsichtbare Eingriffe das noch dazu beeinflussen, indem man bei den fertigen Daten gewisse Informationen verliert, was man eben im Materiellen noch nicht hat. Wir haben da eben eine Hinterfragung zu der aktuellen Diskussion zur Kontrolle und Transparenz der Daten gegenüber von den rechtlichen Normen und den zugänglichen Ressourcen. Ich habe da beispielhaft zwei Objekte ausgewählt. Entschuldigung. Das erste ist diese Maske. Wendet man eben dieses Raster, den ich Ihnen präsentiert habe, an, würde man sich zuerst eben die Frage der Bedeutung zuerst stellen. Was bedeutet dieses Objekt bei der Entstehung? Was bedeutet es im Laufe der Zeit, bis es eben in eine Sammlung kommt? Welche zeitlichen Spannen werden an diesem Objekt herausgetragen? Sind wir zeitlich nah oder nicht zu dieser Maske von der Entstehungszeit bis zur Aufnahme in eine Sammlung? Wie sehen wir es? Und welche Kontrolle können darauf oder dürften darauf ausgeübt werden? Ich als Schweizerin konnte ich zügig und leicht diese Daten abrufen. Wie ist es aber sonst? Und wie kann man eben gewisse Informationen dazu lesen? Es heißt eben, dass man den Sinn und die Kontexte von diesem Objekt zu hinterfragen. Obwohl wir wissen, dass nicht alles angeschaut werden darf, manche Objekte bestimmte Gruppen enthalten werden sollen, andere beispielsweise religiöse Sinngehalt haben könnten, weitere könnten in Zeiten von struktureller Gewalt erworben worden. Und das ist eben Aspekte, die bei der Sinn, bei der Bedeutung, bei der Datierung und bei den verschiedenen Fragen zur Kontrolle mit einbezogen werden. Welche Gruppen dürfen über dieses Objekt sprechen? Welche Gruppen, welche Personen dürfen erzählen, worum es geht? Wer darf es anschauen? Darf ich es überhaupt Ihnen zeigen? In dem Fall darf ich es tatsächlich Ihnen zeigen, beziehungsweise bin ich der Meinung, dass ich es Ihnen zeigen darf. Es handelt sich um eine Maske aus den 30ern. Wer hatte es erkannt? Was im Lötschental entstanden ist, von Albert Niefeler bemalt worden, abrufbar eben auf dem Katalog, den Lötschentaler Museum, war damals, im 1939, auf der Weltausstellung in New York gezeigt worden, zu einer Zeit. Und da darf man sich die Frage stellen zu diesen Gewaltkontexten beziehungsweise zu diesen unterschiedlichen gesellschaftlichen Organisationen zu einer Zeit, als solche Objekte sehr hoch im Kurs auf dem Kunstmarkt standen. Aber hier eben eine Maske, die grundsätzlich keinen religiösen Sinn hat, eine relativ nahe Zeitspanne darstellt und bei den Zeichentrager eben bei der Entstehung eine Funktion für den Fastnacht, oder der Vorfastnachtzeit, innehatte, dann Kunstobjekt wurde, an Ausstellungen präsentiert und jetzt neue Bedeutung gewonnen hat, indem es in ein Gesellschaftsmuseum im Wallis präsentiert wird. Und diese Aspekte
gehen umso schneller verloren, wenn sie das Bild rein im Digitalen sehen. Daher eben also diese Hinterfragung, die ich hier habe, welche Dimension des Materiellen geht verloren, wenn ein Objekt als Objekt rein betrachtet wird. Das andere Beispiel verhält sich die Analyse zu diesem anderen Beispiel relativ ähnlich. Es ist hier ein Gemälde aus der Sammlung von dem Musée Cantonal des Beaux-Arts in Lausanne. Ein Gemälde, was dem Orientalismus zugeordnet werden kann. Der Maler Charles Glaire war im Waadtland geboren, in Paris gestorben, ging in den 30ern im Mittelost auf Reise, gefördert von einem Amerikaner und bearbeitete aus den Skizzen, die er auf Reise angefertigt hatte, verschiedene Kunstwerke für den Pariser Kunstmarkt. Bei diesem Gemälde, zu dem ich Ihnen gleich den Titel gebracht habe, stellt sich aus der kunsthistorischen Forschung heraus, dass man dieser Zusatz von Dudo Narikos, zwischen Klammern, erst viel später hinzugefügt hat. Bei der ersten Präsentation auf dem Kunstmarkt hieß es, dass es eine türkische Frau aus Mirn sich handeln sollte. Dann kam der Nachname von der Frau, bis eben ihre vollständige Persönlichkeit sozusagen durch den Zusatz zwischen Klammern hinzugefügt wurde. Diese Dimension wird eben nur durch den Zusatz an weiteren Informationen gewonnen, die nicht bei der digitalen Seite beziehungsweise bei den digitalen Daten, die im Zusammenhang mit diesem Porträt stehen, abrufbar. Diese Änderungen im Titel gehören zu diesen Dimensionen der Wissenschaftsgeschichte, die ich vorher angesprochen habe. Wie werden Darstellungen von Menschen qualifiziert, betitelt? Hier handelt es sich um ein Gemälde. Man konnte die Identität der Frau wieder herausfinden und dokumentieren. Es ist eine Frage, die sich bei sehr vielen fotografischen Beständen sich auch stellt, indem man die Dargestellten heute eine Identität sehr gerne wieder ergeben oder erteilen möchte. Und damit komme ich langsam zum Schluss, indem ich mich, wie am Anfang gesagt, die Frage stelle, wie könne man alle zu diesen Objekten auf Augenhöhe zusammenarbeiten? Welche eben Herausforderungen stehen da? Nicht zuletzt, weil man sich hier an der Schnittstelle zwischen Recht, Ethik und Moral, Sie dürfen mir tatsächlich sagen, dass es bei dem Gemälde von Glaire tatsächlich rein juristisch betrachtet gar keine Frage stellt. Die Urheberrechte sind erlöscht, der Maler ist mehr als 70 Jahre gestorben. Es wird keine religiöse Motive dargestellt, die Erbinnen haben das Gemälde geschenkt. Es gibt auch da gar keine Frage, was Besitz- und Eigentumsverhältnisse angeht. Und durch den Zusatz an Titel wird eben tatsächlich auch die Persönlichkeit von der dargestellten Frau wahrgenommen, anerkannt. Zugleich ist genau diesen Zusatz bei diesem Titel gar nicht mehr im Bereich des Rechtlichen, indem man da irgendwo zwischen der Ethik und der Moral sich befindet. Das Museum, die Sammlung, hat sich dazu entschieden, die letzten Erkenntnisse aus der kunsthistorischen Forschung in dem Katalog, in den digitalen Auftritt von der Sammlung aufzunehmen.
Somit haben sie eben ihre Verpflichtung, was das Dokumentieren von Sammlungen angeht, wahrgenommen. Und diese Anforderung zum Dokumentieren befindet sich in den Bestimmungen, die vom Internationalen Museumsverband, das ICOM, verabschiedet wurden und die für die Museen, die Mitglied im Verband sind, verpflichtend sind. Hingegen aber alle weitere Aspekte, die man hier ansprechen könnte, dass die Frau mit einem tiefen Dekolleté dargestellt wird, dass sie eine gewisse Sexualisierung der Frau darstellen könnte, eine Widerspiegelung von feindlichen Weltvorstellungen des Fremden gegenüber weiter verbreiten könnte, befindet sich nur im Bereich der Moral. Und das fluktuiert mit der Zeit, hängt von Personen ab und wird derzeit noch nicht fixiert. Sodass ich eben hier ein Plädoyer als Wissenschaftlerin bringe, dass solche Kriterien der Online-Stellen von Objekten erfolgen durfte, aber dass die Kriterien, nach welchen die Online-Stellung auch entschieden wurde, tatsächlich auch veröffentlicht werden. Wenn das Museum sich entscheidet, dass der Stand der Forschung, was die Identifikation von Personen, die das Angeben von Namen angeht, beispielsweise eben kommuniziert wird, dezidiert kommuniziert wird, sollte es eben auch kommuniziert werden. Und weil wir auch alle wissen, und das betrachte ich eben, wie gesagt, aus dem Außen als Person, die nur mit den Daten arbeitet, dass eben diese Kriterien kommuniziert werden, so dass wir alle auf dem gleichen Stand stehen und nicht kritisieren, was nicht machbar ist oder nicht anmerken, was aber besprochen wurde, sondern dass ähnlich wie bei den Richtlinien des Museums jede Institution für sich die Kriterien festlegt und kommuniziert, nach welchen die Daten online gestellt werden. Vielen Dank. Und auf der Diskussion freue ich mich. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag und die konkreten Beispiele, die bestimmt auch nochmal dazu beigetragen haben, dass eine Anzahl von Fragen jetzt schon im Raum vorhanden ist oder online. Wieder noch. Eine erschlagen. Okay. Cool. Da ist eine Frage. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage wäre so ein bisschen, wenn jetzt so Kriterien publiziert werden sollen, was wäre ein Beispiel dafür? Und sollte das Recht diese Kriterien schaffen? Oder sollten die Museen diese Kriterien schaffen, also individuell und einzelabhängig? Und die zweite Frage wäre, wie geht man dann im zweiten Schritt damit um oder wie weit würde man das weiterziehen? Also wenn jetzt die Maske für ein Meme verwendet wird, also irgendwie in der digitalen Kultur eintaucht, neue Kontext verwendet wird, sollte man es dann auch, dass in den Metadaten das immer mitgedacht wird? Das ist ja also wahrscheinlich nicht machbar, aber wäre das so die Idee dahinter? Ja, vielen Dank. Also zur ersten Frage ist tatsächlich, ich habe hier absichtlich auch relativ harmlose Beispiele ausgewählt, dass diese Kriterien von den jeweiligen Gremien in den Institutionen besprochen werden. Man kann sich eben hier im Fall von dem Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne vorstellen, dass sie es bei dieser Vereinigung von der Plattform 10 für alle zusammen besprechen und dass sie eben relativ breite Kriterien, so sind die auch, so sind die ethischen Leitlinien vom Museumsverband auch relativ breit, aber festgelegt, angenommen worden, veröffentlicht und ganz wichtig datiert. Und das beantwortet auch die zweite Frage, indem man könne
Also man könnte bei diesem Porträt als Kriterien kommunizieren, alle Werke werden grundsätzlich online frei verfügbar gestellt und begleitet von den letzten Erkenntnissen der Forschung und nach den Kriterien, dass man keine Gewaltszenen zeigt, dass man keine religiöse Glaube verletzt, und das datiert vom März 24. Weil das gibt dann eben also diese Möglichkeit, einer gemeinsamen Grundlage zu erreichen, so dass weder ich als Wissenschaftlerin dann kritisieren kann, sie zeigen religiöse Bilder, ohne das zu hinterfragen beispielsweise, aber auch Personen, die Ansprüche stellen könnten, und da denke ich insbesondere an anthropologischen Sammlungen beispielsweise, dass sie auch wissen, nach welchen Kriterien die Objekte veröffentlicht, also online gestellt wurden, dass man beispielsweise nur Objekte, bei denen eine Dokumentation vorliegt, veröffentlicht. Das sagt weder, dass die Besitz- und Eigentumsverhältnisse geklärt sind, noch, dass man sich als rechtmäßige Eigentümer betrachtet, aber das bedeutet, also das kommuniziert schon, dass man nur veröffentlicht, was man auch dokumentieren kann. Und dann kommt man nicht zu Situationen, bei denen man eben also eine Online-Stellung kritisiert, obwohl also Archiven nicht erforscht wurden oder so. Das ist das Erste. Das andere betrifft eben auch so diese Bezeichnung von Werken. Man kann auch so, also man könnte auch in diesen Kriterien angeben, dass man einen Suchbegriff angibt, was dem Geist der Zeit entspricht, aber dass man im Untertitel weiterhin die historische Bezeichnung hat. Weil früheren Bezeichnungen von Porträts, insbesondere im Orientalismus oder während des Orientalismus, erheblich schwerwiegender waren als diese Porträts. Und dann beseitigt auch gewisse Konflikte. Und rein, also vielleicht sehr naiv, sehe ich es relativ gut umsetzbar, weil es auch ein Team zusammenbringen kann, dass sie gemeinsame Werte als wichtig für die Verwaltung der Sammlung zu dieser Zeit anerkennen, und das ohne, dass manche eben stärker für eine sehr starke Historisierung sich einsetzen oder so, was eben diese personelle Dimension eigentlich so vermindert. Wir haben noch einen Input aus dem Chat erhalten, und zwar zum Verhältnis von Karteikarten und Datenbank. Datenkuratierung könnte ja auch dann die Zwischenschritte dokumentieren, sodass sie nicht verloren gehen, wie Sie auf der Karteikarte gezeigt haben. Aus dem welchen Kart? Auf der Karte. Auf der Karteikarte, genau, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich habe es kurz nicht verstanden. Ja, also das kann ihm, also vielleicht so im Backend, da, also dokumentiert werden, was man derzeit aber sehr wenig sieht, ist das, beziehungsweise was ich selbst noch nie bei einer Datenbank begegnet habe, ist, dass die Zuordnung der Personen oder beziehungsweise den Hinweis, dass mehrere Personen an einem Objekt gearbeitet haben, widerspiegelt wird. Das geht meistens auch verloren. Weitere Fragen hier im Raum?
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich komme nicht aus dem Archivwesen, deswegen ist meine Frage vielleicht etwas naiv, aber ich komme aus diesem kolonialhistorischen Forschungskontext. Und was mich Wunder nehmen würde, ist, also wenn man jetzt so ein Gremium hat, das Kriterien oder Werte definiert, dann sind das ja im Falle einer Schweizer Institution auch eurozentristische Werte im Normalfall. Was nicht immer ein Problem sein muss, aber gerade, also Orientalismus ist ein, oder orientalistische Kunst ist ein Fallbeispiel, aber auch gleich anthropometrische Fotografie und so weiter, wo es dann doch etwas komplizierter wird zu definieren, ja, was ist problematisch und was nicht. Und ich ertappe mich auch immer selbst dabei, gewisse Dinge nicht zu erkennen, die dann doch für eine Person aus der vermessenen Gesellschaft sehr verletzend sein kann. Und meine Frage wäre so ein bisschen, ja, wie kann man das dann auch demokratisieren oder öffnen, wer an dieser Wertebestimmung beteiligt wird? Oder müsste man das immer im Einzelfall quasi ein neues Gremium schaffen? Also in einer idealen Welt wäre es tatsächlich wunderbar, wenn die mindestens nationale Verbände es gemeinsam besprechen könnten. Und da hätte man zum Beispiel schon in der Schweiz zwischen Weltanschauungen aus der Romandie, aus dem Tessin, aus der Deutschschweiz, die schon sehr unterschiedlich sind, eine bessere Repräsentativität, die weiterhin nur eurozentrisch wäre. Da bin ich mit Ihrer Anmerkung voll dabei. Die Frage ist, ob man es demokratisieren kann. Ich vermute, dass es ganz sicher Verfahren geben könnte, die es ermöglichen würde, beispielsweise auch mit dem Einbeziehen von Diasporas beispielsweise, wenn man nicht unbedingt den Kontakt zu eher Kunstgesellschaften hat, sondern dass man schon vor Ort versucht zu diversifizieren und dass man Arbeitsgruppen gründen könnte. Das ist in Belgien übrigens bei dem Musée de Terfuren gewesen, dass sie Arbeitsgruppen mit Vertreterinnen aus den verschiedenen Interessengruppen, aus den Sprachregionen in Belgien, aus den verschiedenen Disziplinen und aus Diasporas sowie aus dem Museum zusammensitzen. Was man davon gehört hat, ist, dass es nicht immer reibungslos gelaufen ist, aber die haben sich getroffen und die haben ein Working Paper zusammen geschrieben, was eine Richtung gegeben hat. Was für mich dabei ein Anliegen ist, dass mindestens wird kommuniziert, nach welchen Kriterien etwas online gestellt wird. Weil derzeit kann ich eben, also zu diesem Porträt eigentlich sehr viel sagen, aber oder nicht sagen, aber vor allem weiß ich nicht, nach welchen Kriterien es veröffentlicht wurde, wo die Daten sich befinden, wird auch nicht kommuniziert, wer das Kontrolle darüber hat. Das sind so alle Informationen, die ich gar nicht habe. Und hingegen, wenn ich Wasser oder Produkte im Supermarkt habe, dann bekomme ich diese Informationen. Und gewisse Elemente sind meines Erachtens relativ leicht zu kommunizieren. Man weiß bei den meisten, Institutionen in der Schweiz nicht, wo die Daten lagern. Also, und das ist auch eine Frage, ist ganz anders, ob die Daten nur in der Schweiz gespeichert werden oder im Backup irgendwo in einem Staat sich befinden, der noch dazu, wie die United States, die Eingriffe in Daten sich erlaubt, was andere nicht haben. Diese Dimension der Augenhöhe ist, wir haben alle unsere Bias. Und eben, viele von uns hier sind akademisch sozialisiert, gesellschaftlich sozialisiert in der Schweiz. Das heißt, wir kommen mit unseren eigenen Bias, versuchen diese zu reflektieren im Rahmen des Möglichen, weil manche bleiben und für sich selbst unsichtbar. Muss ich aufhören? Okay, das betrifft uns nicht. Aber dann, sobald es kommuniziert ist, dann weiß man, worüber man spricht.
Ja. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich hatte eine Frage, und zwar vielleicht mit einem naiven Blick auch von außen auf das Thema. Kommen wir aus einem mehreren Jahrzehnten, wo wir beim Digitalen auf Masse gesetzt haben, große Bestände digitalisiert haben, online gestellt haben, verfügbar machen mussten, was wollten? Und plädieren Sie für eine gewisse Konzentration, Sparsamkeit, Kuratierung, um diese Qualität zu erreichen, dass man eben Einzelstücke anreichern kann mit Informationen, anstatt zu sagen, okay, hier ist unser Anteil, unsere Sammlung, schaut sie euch an. Genau. Ja, also zu der Qualität und Vollständigkeit der Daten kann man auch sprechen, tatsächlich. Es wurde viel digitalisiert, online gestellt. Manche Elemente sehr lückenhaft. Was auf rein sehr banale Rahmenbedingungen zurückgeführt werden können, wie mangelnde Finanzierung, Auswahl von den Datenbanken, bei manchen vielleicht nicht so die besten waren, etc. Die Erhöhung der Qualität oder beziehungsweise, dass man die Kriterien, nach denen Objekte online gestellt wurden, veröffentlicht, hat nicht als direkter Konsequenz, dass die Qualität gleich besser wird. Das kann aber auch dazu führen, dass man tatsächlich gewisse Vorgehensweise in der Institution hinterfragt und sich tatsächlich die Frage stellt, reicht es, wenn ich nur abschreibe, was auf Karteikarten steht, oder sollte ich irgendwo dokumentieren? Es gibt eine Entwicklung der Arbeit, die eben in analogen Archiven zu finden ist. Man kann auch, ich plädiere tatsächlich für sehr viel Transparenz. Konnte man sich auch vorstellen, dass ein Museum oder eine Sammlung sich dafür entscheidet, zu kommunizieren? Es wurde im Mai 2020 entschieden, man digitalisiert so viel wie möglich, so dass alles veröffentlicht sei, und hingegen wird nicht außerhalb vom Haus nach weiteren Archiven gesucht oder so irgendwie. Aber dass man weiß, worüber man man arbeitet, und deswegen sage ich komme wirklich so aus dem Außen und ich weiß, wie die Arbeit herausfordernd ist. Also ich sehe auch, wie Daten gesammelt werden sollen. Die sollen dann digitalisiert werden. Also diese Informationen sollen gesammelt, für manche digitalisiert. Dann die sollen eingepflegt werden in verschiedenen Datenbanken, dann veröffentlicht etc. Das Verfahren ist mir bekannt und ich weiß, wie herausfordernd das ist und wie unterfinanziert viele Einrichtungen sind. Aber zugleich weiß ich selbst nie, wo die jeweiligen stehen, dass die verschiedenen Objekteinträgen datiert werden, ist auch neu. Und wenn Sie, wie ich, aus außen zu Objekten forschen, stellen Sie fest, beispielsweise, dass alle 6 Monate bei manchen Objekten oder jedes Jahr eigentlich die Angaben wechseln. Und wenn man es selbst als Forschende nicht dokumentiert, dann kann man diese Entwicklung überhaupt nicht aus der Datenbank zurückverfolgen. Und es ist sehr schwierig zu erfahren, was tatsächlich im Background dokumentiert wird. Das heißt, also ich würde sehr für eine Transparenz auf alle Ebenen, eben nach welchen Kriterien, aber wie überhaupt gearbeitet wurde. Und das kann man auch, wenn man es so datiert und wenn man es so in einer relativen flexiblen Form ein Reglement für das eigene Haus. Aber Reglement klingt sehr normativ. Aber eben, dass man sich auf ein Dokument sich wiederfinden kann, was kommuniziert, wie gearbeitet, mit welchen Mitteln etc., dann beseitigt man sehr viele Diskussionen.
die durch gewisse Datenbanken, und Sie kennen vermutlich die Benin-Bronzen-Plattform, die aus Hamburg her gesteuert wird, was per se sehr repräsentativ von einer Partizipation. Es wurden auch Vertreterinnen von dem Kingdom, von dem Königreich von Oba einbezogen. Alle Angaben sind sowohl auf Englisch wie auch in der Obersprache, die sich anders heißt, aber gerade fällt mir der Name der Sprache aus, nicht mehr ein. Und von der Partizipation her ist es wunderbar. Was aber wenig dokumentiert, bis kaum dokumentiert wird, ist, aus welchem Stand der Daten aus den jeweiligen beteiligten Einrichtungen gearbeitet wurde. Und wenn Sie drei verschiedene Einträge anschauen, dann sehen Sie sofort, wie unterschiedlich das alles ist. Das heißt, es ist ein wunderbares Mittel, um zu erfahren, was es überhaupt gibt. Aber um damit zu arbeiten, kommt man sehr schnell in eine Sackgasse. Ja, also ich habe mit dieser Datenbank gearbeitet und ich glaube, das Problem von der Digital Benin kommt nicht von des partizipatives Aspekte. Also da ist mehr die Oral Histories, die da sind auf der Website. Das Problem ist, dass die Daten kommen von jedem Museum, oder? Und dass diese Benin Bronzen sind in 120 Museen. Mhm. Und denn jedes Museum hat einfach ein System und hat dann Linien, die wichtig sind, andere, die weniger wichtig sind. Und das ist das, ich glaube, das kommt von das und nicht von der partizipative Aspekt von dieses Projekt. Also nicht von der nigerianischen Seite, sonst von wie verschiedene Systeme, dass wir hier in Europa und in Nordamerika benutzen von unserer Datenbanken in ethnografischen Museen. Ja, dann war ich unscharf in meiner Antwort, aber da bin ich ganz dabei. Aber das stellt hingegen, also das stellt im Hinterher auch die Frage des Zugangs und der Kontrolle der Daten, weil wenn man durch diese Datenbank kann man erkennen, wie viele unterschiedliche Systeme derzeit am Laufen sind und wie anscheinend inkompatibel miteinander sie sind, so dass man sich sehr schnell, darstellen kann, wie kompliziert das ist, überhaupt zur Information zu kommen. Mhm. Und auf jeden Fall ist es vorbildlich, was die Partizipation angeht, aber was das Werkzeug als solche angeht, ist es dann viel komplizierter und widerspiegelt eben diese krasse Schwierigkeit und Inkompatibilität. Weitere Fragen? Dann hätte ich noch eine. Ist es dann eigentlich so, dass man gerade, wenn man zum Beispiel mit dem Übergang von solchen historischen Dokumentationen zu digitalen Dokumentationen oder Zusammenführen von digitalen oder Erweitern von digitalen Dokumentationen, dass man dann viel stärker, und das haben wir ja auch so ein bisschen in dem ersten Teil vom Vortrag gehört, viel stärker auch nochmal die Dokumentation selbst als quasi historisches Forschungsobjekt werten müsste. Also quasi, dass man bei dem, was man auf diesem, was wir so oft als Metadaten bezeichnen und dem dann immer so einen universellen Charakter zusprechen, dass man da wie noch mal stärker auch noch mal klar machen muss, das ist eigentlich Forschungsdaten oder so eine Art, also das historische Umfeld noch mal stärker zum Ausdruck bringen und sich selbst noch mal dokumentieren, also die Dokumentation dokumentieren. Ja, also eben vermutlich schon, indem diese Gegenwartsbezogenheit des Digitalen dazu führt, dass man gewisse Elemente ganz anders wahrnimmt. Und das geht auch bei der Materialität. Sie sehen hier eine nicht lesbare, aber übervergrößerte Karteikarte,
die eigentlich original so groß wie das ist. Aber sie nehmen es ganz anders wahr, wenn sie es auf ihrem Bildschirm zu Hause sehen. Ne? Und genauso eben diese Historisierung von der Dokumentation wie auch Materialität der Objekte ist meines Erachtens vermutlich noch stärker oder könnte stärker thematisiert werden. Wenn wir uns den Sphinx anschauen, haben wir eine Idee von seinem Größe, wenn wir die Leute herum anschauen. Aber eigentlich müssen sie sich mental darstellen, was ein Gemälde von 69 mal 88 ist, was überhaupt nicht entspricht, was sie hier sehen. Und es sind so wirklich so diese zwei Elemente, also diese Materialität der Objekte, die verloren geht, und die Historisierung der Dokumentation. Und würden Sie dafür plädieren, dass man auch zum Beispiel in den Metadaten, die man den Bildern mitgibt, also die dem Bild selbst zugeordnet werden in der Datei, dass man da auch noch mal stärker dokumentiert oder nur in der Beschreibung, die dann zum Beispiel? Also schon in der Beschreibung wäre ich schon sehr viel erreicht. Okay. Ja, es gab eine Hand. Ja. Also ich finde das ganze Thema sehr spannend und vielleicht so eine offene Frage. Gibt es andere und ähnliche Probleme bei der Frage von genuinen digitalen Daten und deren Archivierung, wo dieses Materialität-Thema vielleicht anders sich formuliert, oder ist das? Ja, also Sie stellen eine sehr offene Frage. Ich bin auch mit einem sehr offenen Plädoyer gekommen, ne, wie Sie gehört haben, weil ich mich auch auf Ihre Anmerkungen sehr gefreut hatte und finde die Dimension eben der Partizipation, die man noch so stärker vielleicht so überlegen sollte, ganz wichtig tatsächlich. Wir haben also diese Feststellung ist vermutlich auch aus der Zeit und man spricht immer aus der eigenen Perspektive und aus der eigenen Erfahrung der langen Zeit der Pandemie, während der die Museen, Archiven, Bibliotheken etc. geschlossen wurden, in Bayern, wo ich damals tätig war, besonders lang. Und die Studierenden hatten gar keine Möglichkeiten mehr, Originale analog anzuschauen und sind plötzlich dann nach 2 Jahren online vor einem Retabelbild von Rubens in der Pinakothek gestanden und überwältigt von einem 4x8 Meter hoch Gemälde. Und die hatten auch keine Möglichkeit, das Papier von den Archiven anzufassen etc. Was tatsächlich für uns im Digitalen verloren geht, aber bekannt ist, aber nicht dokumentiert. Und da denke ich, es braucht etwas mehr. Man wird die Materialität des Papiers nicht also dokumentieren müssen und sollen, aber man könnte eben im Sinne der Informationen, die man zur Dokumentation und zu den Bildern oder zu den Objekten eher mitteilt, vermutlich mehr machen können. Ich sehe keine weiteren Hinweise auf existierende Fragen, was ich zum Anlass nehmen, dann das Kolloquium für heute, zumindest den offiziellen Teil, zu beenden. Ich danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme hier vor Ort, für die Teilnahme online. Ich weise darauf hin, dass das nächste Kolloquium inklusive Referent, der Referent und das Thema des nächsten Kolloquiums schon auf der Website zum 17.15 Uhr Kolloquium aufgeschaltet ist. Ich muss gestehen, ich habe den Titel vergessen. Sie werden das sehen auf der Website. Schauen Sie sich an, es ist wieder ein interessantes Thema. Es wird um Data Science im weitesten Sinne gehen und
Genau, schauen Sie sich die Website sowieso nochmal an, auch wenn Sie zum Beispiel nochmal ältere Kolloquien nachschauen wollen. Wir verabschieden uns pünktlich mit dem Gong von den Online-TeilnehmerInnen und alle anderen, die hier vor Ort sind, lade ich noch ganz herzlich ein, die Diskussion beim Apéro fortzusetzen. Herzlichen Dank. Und nochmal herzlichen Dank natürlich an die Referentin.